Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer bei Birgits Musikstunde. Ich zeige euch heute, wie man mit 5 Tönen ein einfaches Lied spielt. Das ist die Grundlage für alle Lieder mit 5 Tönen und dem Dreiklang. Schritt für Schritt hinauf, hinab und ich spring auf und ab. Und das Lied werden wir dann mit 2 Händen spielen. Schritt für Schritt hinauf, hinab und ich spring auf und ab. Los geht's an die Tasten. Ich lege mir beim mittleren Zeh wieder meinen roten Punkt hin, dann weiß ich, wo ich anfangen muss. Schritt für Schritt hinauf, hinab und ihr spielt einmal 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. Mit Notennamen C, D, E, F, G, F, E, D. Und danach den Dreiklang 1, 3, 5, 3, 1. C, E, 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 C. Und das Ganze von vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. 1, 3, 5, 3, 1. Spielt einmal mit und zum Mitsingen. Schritt für Schritt hinauf, hinab und ich spring auf und ab. So, jetzt kommt die zweite Hand dazu. Ihr erinnert euch aus der Vorübung, wem es schwer fällt, der schiebt seine linke Hand über die rechte und spielt die gleichen Töne C, D, E, F, G jetzt mit der linken. Schritt für Schritt hinauf, hinab und ich spring auf und ab. Und nochmal mit der rechten. Beachte die Finger in der linken Hand. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 3, 5. Stelle den Pausenbutton und spiele es ein paar Mal für dich, bis du dir sicher bist. Danach drück wieder auf Weiter. So, du kannst es jetzt mit beiden Händen spielen. Wir suchen uns vom Mittelfinger, von diesem E, eine Oktave tiefer, das E für die linke Hand. Beide Hände haben jetzt die Töne C, D, E, F, G. Und die linke Hand auch, C, D, E, F, G. Ich mache auch einen roten Punkt hin. So. Schritt für Schritt hinauf, hinab und ich spring auf und ab. Beachtet am Ende, da spielt die linke Hand. Die rechte Hand 1, 3, 5, 3, 1 und die linke 5, 3, 1, 3, 5. Ich spiele es euch mal extra vor. 1, 3, 5, 3, 1 und links 5, 3, 1, 3, 5. Zusammen. Schaltet nochmal auf Pause und trainiert diese Stelle mit dem Dreiklang ein paar Mal für euch allein. Dann drückt wieder auf Weiter, wenn ihr soweit seid. Wir spielen jetzt das ganze Stück. Schritt für Schritt hinauf, hinab und ich spring auf und ab. Gut gemacht. So, das war Schritt für Schritt. Ich wünsche euch noch Happy Playing!